Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Ja, willkommen zum mittlerweile dritten Adventskalender-Türchen hier bei mir. Und ich habe die drei gerade schon gesehen. Da oben haben wir sie. Drei. Heuer haben sie es aber mit den Schneemännern auf den Bildern. Hier ist nämlich auch schon wieder einer drin. Und als Schokofigur haben wir hier Klingeling, eine kleine Glocke. Auf die Seite. Und heute habe ich auch noch eine Rezension für euch vorbereitet. Denn ich habe mein erstes Weihnachtsbuch bereits gelesen. Michael Gerwin, Alpengrollen, habe ich gestern Abend beendet. Das ist ja der erste Band der Max-Reinthaler-Serie. Max freut sich eigentlich schon richtig auf einen schönen Winterurlaub in Kitzbühel zum Skifahren und er will auch endlich mal das Hahnenkammrennen live sehen. Doch noch in München spricht ihn ein Bekannter an, da ihre Tochter Urlaub in Kitzbühel macht und sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Max verspricht nach dem Rechten zu sehen, muss aber in Kitzbühel feststellen, dass sie auch dort schon länger keiner mehr gesehen hat. Zu allem Überfluss geschieht auch noch ein Anschlag auf die Streif und eine junge Russin wird ermordet aufgefunden. Was das alles mit dem Verschwinden des jungen Mädchens zu tun hat und ob es Max gelingt, sie zu befreien, das dürft ihr selber lesen. Denn die Spannung will ich euch nicht nehmen. Das Buch ist super locker und lustig geschrieben. Vor allem die Trinkszenen am Abend fand ich, mit den Holländern fand ich richtig amüsant. Das Buch habe ich ja bereits vor einiger Zeit mal gelesen. Wie gesagt, das kriegt volle 5 Sterne von mir. Das Buch hat übrigens 323 Seiten. Und kostet 11,90 €. Das soll es für heute dann auch schon gewesen sein. Wir sehen uns morgen dann wieder. Maya 3007.